Und eigentlich ist es unfassbar grausam, weißt du, dass diese Welt kleine Kinder in diese Position bringt, so. Und das ist für mich ein ganz starkes Bild der missglückten Welt. Hallo zusammen, hier wieder Eric Burton mit Swiss von Swiss und die anderen. Wir sind im nächsten Block und der beschäftigt sich mit der missglückten Welt. Swiss, missglückte Welt heißt die neue Scheibe, aber nicht nur die Scheibe, über die reden wir später noch. Missglückte Welt hat ja auch noch ein bisschen eine andere Bedeutung. Genau. Erzähl doch mal, was ist die missglückte Welt? Naja, für mich ist die missglückte Welt ist einfach die richtige Welt. Hinter der Fassade, hinter der Facebook-Fassade so. Ja, also es gibt viele Sachen, die die Ideologie ausmachen. Also wir sind alle gleich, wir sind alle Sterne, ist so eine. Wir haben die 6 Regeln der 666. Aber das Entscheidende ist eigentlich so, dass wir die Imperfektion des Menschen akzeptieren, weißt du? Also sagen so, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind zum Teil schlecht, wir haben Ängste, Traumata, was auch immer. Aber das ist okay so, ja, verstehst du? Und genauso ist die Welt und anstatt darüber zu heulen, sagen wir akzeptieren das so. Also wir streben nicht nach Perfektion und sagen, oh, es muss alles so, weißt du, wie in der Werbung sein, also die Perfekt, es gibt nicht das Perfekte, es gibt nur die perfekte Imperfektion. So. Und ja, ich glaube, dass viele Menschen das auch, oder zumindest unsere Anhänger das auch einfach sehr gut nachvollziehen können, weißt du, weil es einem auch irgendwie das zu akzeptieren nimmt einen auch irgendwie den Druck, weißt du, zu sagen, ich muss überall perfekt sein, ich muss das perfekte Leben, ich muss, weißt du, also das ist ja alles gar nicht erreichbar, was irgendwie die Gesellschaft sozusagen von uns verlangt, ja, um irgendwie die Ideale, um der Mensch zu sein, weißt du, der dann in der Werbung irgendwie mit dem Labrador-Welpen und seinen 2 blonden Kindern. Warum denkst du denn, wollen das so viele? Warum muss eigentlich alles glatt und schön sein, ohne Risse? Und warum seid ihr genau das Gegenteil? Naja, das ist eine Lüge einfach, weißt du, also das ist so wie so ein utopischer Zustand, weißt du, der bei keinem Menschen so ist. Verstehst du? Das ist ja das Interessante an der Welt, weißt du. Alle tun so, weißt du, und im Fernsehen werden immer so Ausschnitte aus dem Leben von Supermillionären gezeigt und man denkt so, deren ganzer Seinszustand besteht daraus irgendwie aus auf einer Yacht zu schippern und Sachen zu kaufen und glücklich zu sein. Das ist ja nicht so, weißt du. Also den willst du nicht sagen wie die Geissens? Nein, also gerade die Geissens, sehe ich die als erstes und denke so, Mann, ist er ein Arschloch und sie ist so blöd, weißt du. Aber hat doch schöne Zähne. Nein, aber weißt du, das ist das Erste, was ich denke so und dann denke ich so, und das ist ja das Lustige, bei denen siehst du ja auch einfach, also wie blöd die sind, weißt du, was für Proleten das sind und B, auch einfach wie das irgendwie das ganze Ding, was die am Laufen haben, total krank ist, so. Weißt du, und so ist es ja überall. Das ist eigentlich eher die missglückte Welt, das ist, oder? Ja, also das ist auch die missglückte Welt, verstehst du so? Und die Leute sehen das und denken, um glücklich zu sein, ja, müssen die auch so ein Arschloch sein oder müssen auch eine Yacht haben und müssen all das haben. Ich war gerade in Nizza und habe da irgendwie also bin dann auch mal nach Monaco gefahren natürlich, so, nee, nach Saint-Tropez, so mit dem Auto. Und dann siehst du da diese ganzen Leute, ja, die sich da so vor so Yachten, die ihnen nicht gehören, so ablichten lassen, so einer hatte dann so ein Sektglas, so als wenn sie so, oh, ich bin gerade von meiner Yacht und ich denke so, das ist doch völlig Panne, so, das kann doch nicht das sein, wonach man im Leben irgendwie strebt, so, weil, ich finde am Anfang, ich habe eine Line auf der neuen Scheibe, das ist so, ich will nicht reich, sondern einfach nur wertvoll sein. Weißt du? Und ich finde, darum geht es im Leben so. Man muss nicht perfekt sein, man muss nicht reich sein, was auch immer. Ich finde, man muss irgendwie ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft sein, durch irgendetwas, was man beiträgt. Und ich glaube, dass einfach, dass viele bei der missglückten Welt auch peilen, weißt du? Dass es okay ist, Fehler zu haben, einen an der Waffel zu haben, ein Zickzackkind zu sein, eine durchwachsene Historie zu haben, so. Das ist in Ordnung, verstehst du? Schämt euch nicht dafür, weil das ist das, was ihr seid und das hat euch zu dem gemacht, was ihr heute seid und das ist völlig in Ordnung. Und ist die missglückte Welt, wenn ich so frage, so was wie eine Art Community von ja, Leuten, auch, die das akzeptiert total haben, die jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal blöd, ich hasse ja dieses Wort, aber das ist kein Fanclub oder so, das ist eine
Die Leute müssen doch nicht unbedingt Swiss-Fans sein. Nein. Der also, guck mal, also das beste Beispiel ist jetzt irgendwie in der missglückten Welt. Also, ich sehe das auch als Bewegung, weißt du? Und ich finde, gerade zur missglückten Welt gehört auch einfach die Kreativität, weißt du? Also, Wege zu finden, um das auszudrücken. So, und da haben wir auf der einen Seite Schocki bei uns, ja, und dem seine Wege sind ja mittlerweile für viele unergründlich. Also, wenn er sich so ein Lächeln ins Gesicht tätowiert, dann haben wir Künstler wie ABSNP, die irgendwie total morbide, also Kunst machen zum Teil, aber das passt so gut, weißt du? Und das ist schon, für mich ist die missglückte Welt schon eine Bewegung, weißt du? Eine Ideologie, eine Bewegung. Und ich meine, man sieht es ja, weißt du? Also ich kenne keinen Künstler, der irgendwie Anhänger hat, die sich so zu tätowieren, weißt du? Also wenn du irgendwie im Booklet von der neuen Scheibe sind ja alle, die zu dem Zeitpunkt ein Tattoo hatten. Und das ist krass. Und es gibt auch Leute. Machen die das freiwillig? Oder hast du da mal gesagt? Ich schicke denen mal 50 Euro. Nein, aber es hätte ja sein können, dass du denen mal gesagt hast: Hey, fände ich cool, wenn ihr euch das lohnt. Nein, es fing nicht. Einfach, guck mal, ich hab's gemacht. Ja, so. Ja. Und dann fing es an, dann haben sich ein, zwei andere Leute das gemacht. Und mittlerweile kriege ich einfach andauernd Bilder von Leuten, die sich missglückte Welt tätowieren. Eigentlich ist es schon ein ziemlich krasses und starkes Statement, sich total. Sowas, ich nenne das ja auch immer, also wir haben natürlich schon irgendwie, ist so, wir tragen die gleichen Tattoos, wir haben die gleichen Klamotten, so. Es hat schon was, ich nenne das manchmal aus Spaß so Punkfaschismus. So, weißt du, so, es ist schon sehr, da steckt schon eine Wucht hinter, weißt du, die auch Leuten Angst macht. Also ich habe oft, dass Leute bei Konzerten meinen so, ey, das habe ich noch nie gesehen, was ist denn bei euch los? Die sind alle wie ihr tätowiert und deswegen sage ich auch, das sind nicht unsere Fans, das sind irgendwie unsere Anhänger dieser Bewegung. So, weißt du? Und es gibt auch Anhänger dieser Bewegung, die unsere Platten nicht kaufen oder die vielleicht die Musik gar nicht vordergründig als erstes entdeckt haben, sondern die Bewegung für sich entdeckt haben und sagen, das finde ich cool, ich will ein Teil davon sein. Und es ist halt wirklich auch eine unfassbare Gemeinschaft. Also wir gründen ja jetzt gerade Sippschaften. Da gibt es spezielle Jacken, die dann nur für eine Sippschaft, daran verdienen wir nichts, die werden dann einfach extra für die produziert. Und dann kannst du in deiner Stadt zum Beispiel missglückte Welt Erfurt machen. Also ist auch wieder eine Möglichkeit, irgendwie Flagge zu zeigen für eine bestimmte Art. Ja, genau, Art von aber genau. Attitude, das, Lifestyle, nennst du. Genau, und das sind halt aber die Hardcores, so, weißt du? Also die sind dann halt so, die haben gewisse Rechte mehr als andere, eine Sippschaft aus einer Stadt und halt auch Pflichten. Und das läuft gerade an und es ist einfach wahnsinnig, wie die Leute dieses Ding verstanden haben, was ja eigentlich nicht leicht zu verstehen ist, weißt du? Also wenn wir vorhin sagen, von populistischen Sachen, so die Ausländer müssen alle raus und jetzt sagen, ja, aber, ist die missglückte Welt ist auch nicht einfach, weißt du? Soll es ja auch nicht sein, also für jeden kein festes Gebilde sein. Ja, für jeden Werber ist das wahrscheinlich so, oh Gott, wie bringe ich das in einen knalligen Satz? So, es funktioniert nicht so, weißt du? Es ist, die missglückte Welt musst du fühlen, weißt du? Du musst da eintauchen, du musst ein Gefühl für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, für die Werte, für die wir stehen, so, da musst du eintauchen. Das ist ein bisschen ja auch wie Punk. Das ist ja auch nicht eine Sache, wo man sagt, das ist in einem Satz erklärt. Das kann ja, ist für jeden ja auch was anderes. Ist es damit so ein bisschen zu vergleichen? Ja, oder? Natürlich. Also, wie du sagst, es ist für jeden ein bisschen was anderes, weißt du? Für manche Leute ist die missglückte Welt auch sehr einfach das politische Ding. Ja, für andere ist es dieses, wir sind alle gleich, wir sind alle Sterne. Für andere ist es einfach auch eine Familie, der Zusammenhalt. So. Ich glaube, dass es da genug Sachen gibt, die man einfach mit der sich Leute identifizieren können, so, weißt du? Und ich glaube, dass viele Leute sich auch einfach in diesem missglückte Weltgebilde einfach verstanden fühlen so, und sagen, weißt du? Weil wir sind halt nicht, wir sind keine Hip-Hop-Kombo, die hart ist und irgendwie so, du musst nun so sein, damit du irgendwie bei uns stattfinden kannst. Wir sind nicht irgendwie eine Säufertruppe oder weißt du, sondern. Aber ihr seid auch kein, wie ich eben sagte, profaner Fanclub. Weil nein, überhaupt nicht. Ich finde dieses für Wort, mein Empfinden auch gar nicht passen so richtig. Ich finde dieses Wort, also missglückte Welt ist größer als ich. Ja. Verstehst du? Gut, also ich will das zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie mal irgendwann mit Musik aufhören sollte oder nicht mehr da bin. Ich will, dass das weiter besteht, weil das für mich irgendwie so ein die Ideologie, die dahinter steckt, ist einfach, die ist was wert, verstehst du? Die ist so ein Kompass für die Leute und das, weißt du, eigentlich hat es auch was Psychologisches, zu sagen so, wenn du lernst, dich zu lieben, dann kannst du andere lieben und dann bist du ein glücklicher Mensch und das ist eigentlich die missglückte Welt, wenn du dich mit deinen ganzen Fehlern und allem akzeptieren kannst und sagen kannst, du bin ich und so ist die Welt ist auch scheiße viel, so, aber ist okay, so ist sie halt. Dann kannst du auch glücklicher sein. So.
Darum geht es, glaube ich. Gehören dazu Regeln? Du hast erwähnt, es gibt die 666. Wenn ich davon noch nie was gehört habe, was muss ich mir darunter vorstellen? Das sind einfach die 6 Regeln der 666. Das sind so für mich die... Also 666 ist ja immer so die Teufelszahl angeblich und so weiter und so fort. Und für mich sind die einfach die 6 Regeln der 666. Ich will die jetzt hier auch nicht... Die Leute sollen sich mal damit auseinandersetzen, findet man bei uns. Aber das sind für mich einfach so Kernsachen. So. Also da geht es einmal zum Beispiel darum, dass man... Das umgedrehte Kreuz ist, das ist ja das, da geht es einfach ein bisschen um die Selbstverleugnung, weißt du? Das ist ja ein Jünger, der sozusagen Jesus verleugnet hat später und dann am Ende gesagt hat, ich will nicht wie er gekreuzigt werden, deswegen möchte ich umgedreht gekreuzigt werden und so weiter und so fort. Die Selbstverleugnung ist ja etwas, was wir nicht machen wollen, weißt du? Also wir, so dieses umgedrehte Kreuz, was wir immer in unserer Symbolik haben sollen und zeigen so, wir verleugnen uns nicht selber. So. Das erinnert uns daran, dass wir genau die sind und als die vor euch stehen, die wir sind. Und ja, die 666, also das ist ja Number of the Beast, da geht es ja eigentlich um den Antichristen. Das ist die Zahl, die Nummer des Antichristen, das ist ja eigentlich der sozusagen gesagt hat, glaub nicht an Jesus, so, glaubt an mich, weißt du. Da geht es für mich einfach auch um Reflexion, weißt du, also keine Autoritäten zu akzeptieren, weißt du, für sich selber zu denken, weißt du, auch beides zu sehen, so, das ist für mich wichtig. Wir sind alle gleich, wir sind alle Sterne. Der Teufel war eigentlich ein Punk, oder? Ja, also, wie gesagt, weißt du, es soll auch, die Leute müssen sich auch locker machen, weißt du, die sollen irgendwie, oh, ihr seid Satanisten, nein, sind wir nicht, weißt du, wir opfern niemanden außer unsere Zeit und unser Blut für das, was wir machen, so, sonst opfern wir niemanden. Und das, also die Leute sollen sich wirklich mal, weil diese 6 Regeln, das ist kein Scheiß. Das ist so, das sind so die Kernsätze, so, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich finde, die geben das ganz gut wieder. Und das sind natürlich also Regeln. Also wer zum Beispiel bei uns irgendwie intolerant, rassistische, also so frauenfeindliche Scheiße oder was auch immer macht, der muss sofort seine Jacke abgeben. Und der ist auch raus. Wir haben auch schon Leute gekickt bei uns, also aus den engeren Kreisen, weil die einfach komische Sachen irgendwann von sich gegeben haben, wo wir sagen, ey, da kann ich nicht hinter, also das kann ich nicht akzeptieren, solche Leute will ich nicht. Ja. Im Artwork vom neuen Album ist die missglückte Welt ja auch abgebildet, jedenfalls in einer bestimmten Facette. Genau, kann so nicht sagen. Ich glaube, das Cover ist schon draußen. Okay, ja, okay. Man sieht ja auf dem Cover, ist ein sehr starkes Motiv, wie ich finde. Ja. Was hat das Artwork mit missglückte Welt in dem Sinne zu tun? Naja, also, das hat ein Fotograf, den ich sehr schätze, hat das im Kriegsgebiet geschossen. Und naja, ich meine, welches Bild steht besser für diese missglückte Welt als ein Kind, was noch nicht mal richtig erwachsen ist und mit einem Gewehr steht und mit einer Kippe posiert, wie irgendein Gangster im Gangster-Rapper-Video, weißt du, mit der Ästhetik. Und eigentlich, aber eben nicht cool. Und eigentlich ist es unfassbar grausam, weißt du, dass diese Welt kleine Kinder in diese Position bringt. So. Und das ist für mich ein ganz starkes Bild der missglückten Welt. Also missglückte Welt heißt ja auch nicht, alles eigentlich ist voll gut, sondern nein, aber so ist es, Leute, seht es mal. Es ist eben nicht nur das blonde Kind mit dem weißen Zahnpasta-Lächeln aus der Werbung, was irgendwie sich in Hanuta reinpfeift, sondern es ist eben auch so, verstehst du? Das ist die missglückte Welt und an ganz vielen Orten der Welt ist sie so, weißt du? Und deswegen wollte ich einfach den Leuten auch damit zeigen, so, darum geht es bei der missglückten Welt. Ich wollte ein Statement setzen mit dem Cover.